Wir nähern uns dem besten Teil, das ist auch das Essen nachher, aber der Diskussion und dem Diskurs, der durchaus auch intergenerational angelegt ist. Ich würde einfach alle, weil Sie sitzen strategisch ganz schlau, alle, die für die Podiumsdiskussion heute da sein können, gerne nach vorne bitten. Alle Plätze sind freie Wahl, ich sitze nur hier. Präsident darf in die Mitte, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ich das heute auch moderieren darf. Ich gebe zu, ich habe mich am Anfang ein bisschen gedrückt. Ich dachte, das macht bestimmt jemand anderes besser und das werden Sie vielleicht danach auch sagen oder vielleicht auch nicht. Aber zunächst, genau, bedienen Sie sich an den Getränken und Sie sehen immer Handmikrofone. Es ist ungefähr so, wir sind 6 Personen, ich darf dieses Headset tragen. Sie können sich dann bedienen, die gehen dann automatisch an, so wurde mir von der Technik versichert. Und wir haben so ein paar Fragen, die uns so ungefähr durch die nächste Stunde hoffentlich begleiten. Und ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, das wird jetzt keine Abhakliste und es gibt auch keine Pünktchen. Aber so ein paar Fragen, die ich mitnehme, möchte ich gleich mal reinbringen. Aber vorweg gehe ich einmal, Sie sehen die Namen schon. Ich gehe einfach mal der Liste, die Sie da oben sehen, auch nacheinander durch. Also ich freue mich natürlich jetzt auch in diesem Format unseren Präsidenten, Herr Professor Dr. Bruder, zu begrüßen, der sich bereit erklärt hat und der Reihenfolge auch eine langjährige, nach wie vor Kollegin von mir, quasi aus Bremen, Professor Dr. Annika Maschwitz, die in Bremen an der Hochschule tätig ist und auch in dem Bereich Weiterbildung schon lange verankert ist und auch in Oldenburg gemeinsam wir viel bewegt haben und viele Projekte hatten und vor allen Dingen auch in der Deutschen Gesellschaft für Weiterbildung und Fernstudium als stellvertretende Vorsitzende drin ist. In der gibt es auch eine Sektion, wo es quasi um das Studieren Älterer geht. Der Kollege aus Hannover ist heute leider nicht da, aber auch das ist ein Thema, was in der Weiterbildung behandelt wird. Dann freue ich mich natürlich, Sie kennen Sie alle, eigentlich brauche ich gar nichts mehr sagen, von Dr. Christiane Bruckmann-Noren, aber auch nochmal danke, Christiane, dass du hier mit auf die Bühne gekommen bist und hoffentlich uns noch weitere Sachen ins Klassenheft gleich schreibst. Ich freue mich auch sehr, weil wir haben gesagt und auch in dem Grußwort von Professor Bruder war es sozusagen, dass das Gasthörstudium oder die Uni insgesamt auch bemüht ist und sich, glaube ich, auch ganz gut da aufstellt, sich in die Stadt, in die Region einzugliedern und auch ein Ort ist, an dem man sozusagen in der Stadt dran vorbeikommt. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch von der Stadt Herrn Matthias Welp haben als Leiter des Amts für Schule und Bildung. Das freut mich auch sehr. Also Sie wissen, dass alle Termine sind immer schwierig, umso mehr, dass wir sozusagen diese Bandbreite hier abbilden konnten. Vielen Dank. Dann auch noch, ich hatte gerade die Gruppe der Lehrenden adressiert, auch die zweitwichtigst sozusagen, heute vertreten durch Dr. Henning Kulbasch als Dozent am Institut für Geschichte der Uni. Schön, dass Sie auch da sind. Und vor allen Dingen quasi ein bisschen stellvertretend fühlen Sie alle, ohne jetzt hier Druck aufbauen zu wollen, aber Frau Altjahasche, die Gasthörerin seit, wenn Sie, korrigieren mich sofort, seit Wintersemester 18/19 schon sind, dann würden Sie jetzt bald auch quasi ein zehnsemestriges Jubiläum bald feiern. Bleiben Sie bitte noch lange da. Also wir haben gehört, wir planen noch für die nächsten 40 Jahre. Also da wird es dann auch hoffentlich noch mehr als die 600 Veranstaltungen geben. Das kurz zu unseren Teilnehmenden, die dankenswerterweise hier vorne sitzen. Ich würde einfach mal als erste Frage, vielleicht auch ein bisschen frech gefragt, die Frage stellen, wenn wir uns das angucken, wir hatten die Themen Digitalisierung und den Zugang zu Bildung in mannigfaltigen Weg, also im Grunde genommen ist Wissen auf Knopfdruck verfügbar. Warum brauchen wir dann eigentlich noch ein Format in Präsenz? Da muss man da hinfahren zur Uni und da ist die Straße auch immer irgendwie voll. Warum brauchen wir das? Frau Hasche, ich gebe das jetzt direkt als Sie. Mal weiter. Ja, wir brauchen das. Das geht an, wenn Sie das in die Hand nehmen quasi. Wir brauchen das. Nehmen Sie ruhig das. Wegen des persönlichen Kontakts und des unmittelbaren Austausches. Wir haben das ja in der Corona-Zeit gemerkt, die Online-Veranstaltungen sind wunderbar, die Uni kommt ins Haus, aber nichts geht über den persönlichen Austausch und das persönliche Gespräch. Und deswegen brauchen wir das unbedingt. Mögen Sie das direkt an den Lehrenden weitergeben? Wie ist Ihre Perspektive? Weil ja auch Sie sozusagen dann doppelt, also wir hatten das gehört, wir haben verschiedene Formate, die sowohl online als auch in Präsenz sind.
Wie nehmen Sie das sozusagen aus der lehrenden Sicht wahr? Wo sehen Sie da die Vorteile? Ja, ich kann das, was meine Vorrednerin gesagt hat, im Wesentlichen bestätigen. Und die Frage ist ja auch nicht nur akut im Hinblick auf das Gasthörstudium, sondern deutlich breiter. Das betrifft ja alle Studiengänge, das betrifft die Studierenden, die normalen Studierenden in Anführungszeichen, die Lehrenden und eben die Gasthörenden. Die Universität auch als Institution, finde ich, weil das ist nicht nur ein Ausbildungsabschnitt oder etwas, was man sich in den Lebenslauf schreibt und man dann Zeugnisse erhält, sondern es ist auch ein Ort der Begegnung. Es ist auch ein Ort, ein ziemlich großer inzwischen in Oldenburg, mit immer mehr Gebäuden und Instituten und Einrichtungen, was ich auch sehr schön finde. Aber das ist eben diese doppelte Rolle als Ausbildungsabschnitt und Institution, aber auch als Ort der Begegnung mit einer Mensa, einer Bibliothek, Sporteinrichtungen, Cafeterien und so weiter. Das gehört ja auch dazu als sozialer Ort. Ich glaube, schon allein deshalb ist das ganz entscheidend, dass wir auch Digitalisierung hin oder her weiterhin an diesem Format Präsenzstudium festhalten. Das belebt die Uni, das belebt auch die Menschen, die dann auf dem Campus oder den beiden Campusen sich treffen. Und das ist unverzichtbar und, wenn ich als Historiker sagen darf, auch zeitlos. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt ganz einfach und gehe der Reihe kurz einmal durch so, und würde an die Wissenschaft sozusagen übergeben mit diesem Gesamtblick auch. Ja, du darfst auch für die Wissenschaft sprechen, Annika. Für die Wissenschaft oder vielleicht auch hier an dem Punkt aus einer didaktischen Perspektive, weil ich finde, das ist eine Frage eher der Inhalte. Also welche Inhalte wollen wir transportieren, an wen natürlich auch. Die Zielgruppe ist sicherlich auch ein Punkt. Aber nicht jedes Format eignet sich für alle Inhalte. Und man kann sicherlich einen Vortrag ganz gut auch digital in die Häuser bringen. Aber wenn es um interaktiven Austausch geht, wird es schon deutlich schwieriger als Lehrende, hat man da schon einige Erfahrungen mit sammeln dürfen, wie man Interaktivität in digitale Veranstaltungen kriegt zu allen Themen. Also dementsprechend würde ich sagen, es muss ein guter Mix sein und es muss den Inhalten folgen und nicht, ob wir online oder Präsenz machen, sondern was ist für uns das richtige Tool, das richtige Format, um gemeinsam lernen zu können. Herr Bruder, nehmen Sie doch gleich auf, die Universität hat sich ja auch so post-Corona aus den Erfahrungen der Pandemie doch nochmal deutlich auch als Präsenzuniversität also benannt sozusagen, auch als Ort der Begegnung. Und Sie haben auch nachher, also vorne auch im Vortrag, nochmal auf die Relevanz quasi in die Stadt zu gehen verwiesen. Gibt es dennoch Dinge, wo man sagt, vielleicht ist die Digitalisierung auch noch ein weiteres Potenzial, hier die Uni noch weiter über quasi ihre Gebäudegrenzen hinaus in die Stadt zu tragen? Selbstverständlich. Das ist wirklich kein Entweder-Oder. Es ist wirklich kein Entweder-Oder, es ist ein absolutes Und. Und wenn wir sagen, wir sind eine Präsenzuniversität, sagen wir gleichzeitig, dass wir unsere Digitalisierung vorantreiben und ausbauen müssen. Und das ist kein Widerspruch, das gehört eindeutig zusammen. Das verstehen nicht alle sofort, weil sie sagen, aber was denn jetzt, entweder Präsenz oder Digitalisierung? Und genau, was Sie sagten, das hängt sehr an den Inhalten. Es gibt, und ich fand das hervorragend, auch die Bemerkung, die Sie machten, dass durch Digitalisierung wir natürlich auch Gruppen an unsere Universität bringen können, die sonst nicht so einfach durch das Alter vielleicht einfach mobilitätseingeschränkt sind. Das ist toll. Internationalisierung durch Digitalisierung ist toll. Jetzt kommt das Aber. Heißt das dann, eigentlich brauchen wir es ja gar nicht mehr, heißt das dann, sorry, Sie in Zukunft nicht mehr zu sehen? Aber durch Präsenz vor Ort, durch das Hingehen und den Austausch erfüllen Sie zwei Sachen. Zum Lernen gehört Überraschung. In einer digitalisierten Welt kann es Ihnen passieren, dass Sie in Ihrem Bereich bleiben. Es kann sein, dass Sie nicht mehr so sehr sich überraschen lassen. Und was Ihnen aber passiert, wenn Sie an der Uni sind, dass Sie überrascht werden. Sei es in einem Kurs, dass jemand eine Frage stellt, wo Sie im Leben nicht drauf gekommen wären, dass diese Frage gestellt wird. Sei es, dass Sie Kontakt kommen zu jemand, wie Sie sagten, da sitzt jetzt jemand im Vorlesungsraum, wo Sie nie drauf gekommen wären, dass diese Person jetzt da ist. Also für mich gehört zum Lernen Überraschung dazu. Und das Zweite ist, Lernen ist eben nicht nur Wissensvermittlung. Lernen in unserem Verständnis an unserer Universität, und ich glaube, das ist ein Bildungsverständnis, ist Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung unabhängig vom Alter. Persönlichkeitsentwicklung hört nicht auf. Und das tun Sie eben auch in Austausch mit anderen, durch Überraschung, dadurch, dass Sie Ihre Perspektive in Frage gestellt bekommen. Und ich glaube, das sind gute Ergänzungen zu dem Thema Digitalisierung. Nicht Widerspruch, schlichtweg ein partnerschaftliches Verhältnis. Christiane, du hast in deinem Vortrag genau auch nochmal auf eine der Formate, der neueren Formate, die Blickwinkelreihe verwiesen, die ja tatsächlich so eine 50-50-Mischung hat. Gleichzeitig kennst du aber auch die Zeit, wo das keine Frage war, die Digitalisierung. Würdest du sagen, es ist
trotz aller Öffnungsbewegungen eine latente Hürde auch teilweise zu sagen, wir haben digitale Elemente, die wir nicht einfach so einführen können, wo wir noch mehr brauchen. Also du hast angedeutet, dass es eine Affinität gibt, aber müssen wir da vielleicht das noch mehr begleiten? Also ich finde erstmal gut, dass wir dass viele erstmals die Erfahrung machen konnten in der Corona-Zeit, dass das auch geht überhaupt. Also dass man das auch schafft, dass man in die Veranstaltung reinkommt über Big Blue Button oder so. Und es ist aber genauso wichtig, dass es weiterhin Präsenzveranstaltungen gibt, denn das ist ja auch, also das haben die Vorredner ja auch gesagt, es geht um Austausch. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass es hier an der Uni immer noch Formate gibt oder auch Seminare gibt, wo auch so eine Medienkompetenz sich angeeignet werden kann. Also ich sehe das ja bei mir selber, wenn ich zu Hause an meinem PC sitze und da klappt irgendwas nicht, dann werde ich sehr schnell unruhig. Wenn ich aber Leute habe und ich kenne zum Glück junge Menschen, die ich dann anrufen kann und die mir sagen, was ich machen soll. Also ich kann als Beispiel sagen, vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ich brauche kein Smartphone, sowas brauche ich jetzt nicht mehr. Dann hat aber eine deutlich jüngere Kollegin zu mir gesagt, doch, wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du abgehängt. Und das ist vollkommen richtig. Und deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass viele Ältere jetzt gezwungenermaßen sich ein bisschen mehr der Digitalität öffnen mussten und gemerkt haben, ich kann das auch und ich kann es später auch noch nutzen, aber solange ich laufen kann, gehe ich doch lieber in eine Präsenzveranstaltung. Ja, ich fand es gerade ganz schön, dass Sie das nicht gegenübergestellt haben, Digitalisierung oder Präsenz, sondern dass es nur zusammengeht. Ich spreche so ein bisschen, habe so mehr den Blickwinkel auf unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler, da ich verantwortlich bin für die allgemeinbildenden Schulen, in den berufsbildenden Schulen in der Stadt Oldenburg und durfte viele Kinder während der Corona-Zeit zu Hause besuchen, konnte mir die Situation anschauen. Und habe damals in sehr viele müde Gesichter geschaut. Ich weiß nicht, wie das hier an der Uni so war, aber dass viele Kinder auch einfach müde waren und gesagt haben, ich habe da keine Lust mehr zu. Am Anfang haben wir uns noch darüber unterhalten und waren glücklich, dass dann irgendwann der Big Blue Button funktionierte und die Technik funktionierte. Dann haben wir auch festgestellt, dass wir auch in der Didaktik dazu gelernt haben, also dass es nicht darum ging, einfach nur Präsenzunterricht im Sinne von ich erzähle mal was. Die Schülerinnen und Schüler melden sich mal kurz zwei Minuten an und dann schalten sie wieder ab, sondern dass dann auch da die Methoden halt vielfältiger wurden. Mittlerweile kennen wir alle, glaube ich, ein Miro-Board oder ein Padlet und wie die ganzen Instrumente heißen. Und trotzdem war ich war saufroh, als ich dann irgendwann wieder die Schulen geöffnet haben und wieder Leben in der Bude gehabt haben. Ich glaube, das war hier an der Uni genauso. Und was wir aber gelernt haben, ist, dass wir mit digitalen Medien viel, viel selbstverständlicher mittlerweile im Bildungskontext arbeiten. Also kollaboratives Arbeiten mit digitalen Endgeräten, ortsunabhängiges Arbeiten. Sie haben es so schön gesagt, die Uni kommt nach Hause oder in die Stadt, also all diese technischen Möglichkeiten. Ich glaube, da hat Corona uns, glaube ich, wahnsinnig weit nach vorne gebracht. Vielen Dank, dass Sie das direkt aufgegriffen haben und genau diese Perspektive nochmal genannt haben. Wir haben selber drei Kinder, die sahen sehr müde aus teilweise in der Pandemie und die Eltern ähnlich. Genau dabei, wenn denn dann Big Blue Button funktioniert hat. Jetzt waren so verschiedene Perspektiven, wo auch tatsächlich nochmal es darum ging, so ein bisschen, dass es, also durch Corona hat man dann gemerkt, weil man musste so ein bisschen, dass es funktioniert. Gleichzeitig gibt es immer noch so, also Christian, du hattest gesagt, dann hat man sich doch das Smartphone angeschafft. Also die Ausstattung mit Technik ist teilweise auch über die Generation unterschiedlich. Mein eigener Nachbar hatte lange besseres Internet als ich, bis ich dann eben mal aufgerüstet habe so, und ist auch Gasthörender. Schön, dass du da bist. Ich glaube, das ist das eine, also den Umgang damit. Aber gleichzeitig ist es dennoch, glaube ich, eine Herausforderung, der sich Gesellschaft, Region stellen muss, diesen, im Englischen sagt man, den Digital Divide oder Gap sozusagen, dass der doch noch eine Gefahr darstellen kann. Der Zugriff auf Services, dass man einfach in der Lage ist, das alles weiter nicht nur in der Uni so zu benutzen. Was könnte denn aber Uni da an Lösungsansätzen bieten? Herr Kubasch, ich spreche mal Sie so an, auch mit der Perspektive als Lehrender, der vielleicht so beide Welten dann so kennt, die vermeintlichen jüngeren Digital Natives. Also wenn ich ganz ehrlich antworten soll, ich fühle mich da ein bisschen überfragt. Also nicht, weil ich nicht selbst irgendwie mit Technik umgehen könnte oder mit den neuen Möglichkeiten, die ich auch weitlich genutzt habe in der Zeit. Aber ich glaube, es ist eine Frage, die ist zu
zu allgemein vielleicht auch gestellt. Digital Divide ist ja eigentlich erstmal ein Schlagwort, wäre doch ein Modewort, und ist vielleicht auch in dieser, natürlich, es ist ja auch nicht so gemeint, dass sozusagen alle Alten keine Ahnung vom Computer haben und alle Jungen sind topfit. Das ist nämlich beides nicht richtig, wie Sie schon denken können. Aber ich denke, dass sozusagen, wenn man die Rolle der Uni mal mit reinnimmt, natürlich kann so ein Gasthörstudium, wo man dann ja auch gezwungen ist, wie Frau Bruckmann-Noren schon sagte, sich dann vielleicht auch digital anzumelden oder irgendwie digitale Tools zu nutzen, sei es Corona oder sei es, weil das eben dieses Format ist, was der Dozent, die Dozentin gewählt hat, dann ist das sozusagen ein Stück, ich will nicht sagen Zwang, aber ein kleiner Schubser vielleicht auch in die Richtung, was zu tun. Und das kann natürlich auch helfen. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Asche, Ihre Hand zuckte direkt bei der Frage. Ja. Ich wollte jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen, oder im Namen aller Gasthörenden, ganz herzlichen Dank an das ausgezeichnete Team vom C3L, die also die Gasthörer bei diesen technischen Dingen unglaublich unterstützt haben. Also Anrufe, Fragen, hilfsbereit. Denke ich, da haben Sie aber auch jede Scheu genommen, sich mal diesen Dingen zu stellen. Das muss man einfach auch mal sagen. Das war nicht immer so ganz einfach und man konnte schon mal unruhig werden, wenn irgendwie da was nicht funktionierte. Aber es war eine ganz tolle Unterstützung. Wollte ich an dieser Gelegenheit einfach mal loswerden. Genau. Ich würde den Ball nochmal bei der Frage Richtung Stadt spielen. Sie haben gesagt, Sie waren ein bisschen froh, Herr Welp, als die Pandemie dann vorbei war und wir nicht mehr über diese Ad-hoc-Formate sozusagen gehen mussten. Aber gibt es denn dennoch so ein paar Sachen, wo man sagen kann, wir haben hier auch eine Lektion gelernt, wie wir auch die Stadt so vielleicht nochmal für mehr Leute öffnen können und wie wir die Beteiligung erhöhen? Ich meine, bezogen auf die Technik, was wir gelernt haben. Genau. Wir haben eine Menge gelernt. Ich glaube, es sitzen viele Eltern auch und Sie haben es gerade selber mit einem kleinen Seitenhieb ja schon gesagt. Am Anfang hat es nicht funktioniert. Wir waren 2015, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben ein IT-Konzept der Stadt Oldenburg entwickelt, wo wir beschrieben haben, wie wir das Ganze entwickeln wollten, in aller Ruhe mit 5 Pilotschulen, in aller Ruhe wollten wir das Ganze testen. Und dann kam Corona und ich weiß noch, bei der ersten Schulschließung ging es darum, dass wir PDF-Dokumente von den Schulen zu den Kindern nach Hause geschickt haben und waren schon mal ganz froh, dass das funktioniert hat. Und wir haben uns dann relativ schnell verabschiedet von unserem Projekt. Ich habe gelernt, was agiles Projektmanagement jetzt heißt. Dass man dann nämlich kürzester Zeit die Technik so aufgebohrt hat, dass bei der zweiten Schulschließung dann auch Videokonferenzen manchmal funktionierten. Mittlerweile darf ich Ihnen versichern, ich glaube, dass wir in der Lage wären, also wenn wir morgen die Schulen schließen, dass wir an allen Schulen, zumindest an den weiterführenden Schulen, dann auch eine saubere Technik haben. Aber das ging in einer wahnsinnig rasenden Geschwindigkeit und jetzt sind leider unsere Politikerinnen und Politiker des Rates nicht mehr da, sonst könnte ich gleich Werbung machen müssen, dass wir weiterhin halt auch die nötigen finanziellen Mittel dafür brauchen. Denn auch das wissen Sie, Technik macht nur dann Spaß, wenn es funktioniert. Funktioniert halt nur dann, wenn es gut administriert wird. Ich sehe auch so ein bisschen Nicken in der Uni. Ich glaube, die Diskussion kennen Sie auch. Aber ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind in der Stadt Oldenburg und dass es auch keinen Weg wieder zurückgeben wird. Wenn ich mir anschaue, wir haben mittlerweile bei uns, wir haben 30.000 Schülerinnen und Schüler etwa bei uns in der Stadt Oldenburg und wir haben mittlerweile 7.000 Geräte in unserem sogenannten Mobile Device Management. Das heißt, also, damit kann man digitale Endgeräte quasi steuern. Damit Schülerinnen und Schüler, wenn sie in die Schule kommen, bestimmte Dinge machen können, dass wir einen Klausurmodus haben und so weiter. Alles das ist in kürzester Zeit aufgebaut worden und das wird sich jetzt nicht wieder zurückdrehen lassen. Und wenn Sie in den Unterrichtsraum heutzutage schauen, neben der Präsentationstechnik, die Einzug gehalten hat, die Netzwerke, die wir ausgebaut haben, fangen jetzt an, die Didaktikerinnen zu entwickeln. Also wir haben immer gesagt, wir können quasi als Kommune nur die Straßen bauen, darauf fahren müssen Sie und ich bin einfach beeindruckt, was in dieser kurzen Zeit halt passiert ist und wie darüber spannender Unterricht gemacht wird, weil ich glaube, es ersetzt auf keinen Fall Präsenzunterricht, aber es ist eine wunderbare Methode, um binnendifferenziert zu unterrichten, um heterogene Lerngruppen zu unterrichten, um Unterricht vielleicht auch spannender zu machen. Vielen Dank, also ich glaube, dass ich gebe zu, ich hoffe, dass die nächste Schulschließung in weiter Ferne ist, aber für alle.
Ich will gar nicht das Thema Digitalisierung, auch wenn jetzt zu der letzten Frage nicht alle was sagen konnten, so in den Vordergrund stellen. Das ist sicher ein größeres Querschnittsthema. Wir haben in manchen Grußworten auch gehört, dass es auch eine Herausforderung natürlich auch ist und bleibt, also Stichwort KI. Aber ich glaube, der spannendere Punkt ist tatsächlich der, der auch immer wieder auftauchte und der sozusagen auch ein bisschen Gründungsausgangspunkt des Gastrostudiums an der Uni Oldenburg war, wo dann dankenswerterweise tatsächlich auch der Begriff Gastrostudium dann irgendwann gewählt wurde, weil das ist wirklich bis heute bei uns im Selbstverständnis, dass es hier wirklich um diese Idee der Gäste geht, also dass wir eine sehr heterogene Mischung auch anstreben. Und ja, es sind 70% unserer Teilnehmenden über 65, aber auch 30% sind deutlich darunter. Also das ist sicher was, wo noch mehr geht. Und vor allen Dingen ist die Begegnung in den Seminarräumen, also da sind wir dann vor Ort, wo wir in die Diskussion, in das Überraschen gehen können, über die Generation übergreifend, also von der Generation im Zweifelsfall bis von den Schüler, Schülerinnen, über die Studierenden. Was ist da das besondere Potenzial dieses intergenerationalen Austauschs in solchen Formaten? Annika, ich weiß, du warst jetzt jüngst auf der Fachtagung in Magdeburg, wo das ja vielleicht auch quer thematisiert wurde. Vielleicht, nicht als ich da war, aber ich kann gerne auch, also es war die BAGWIWA, die Bundesarbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Weiterbildung Älterer, die sich dort getroffen hat und die eben deutschlandweit versucht, genau diese Themen, die hier im Gasthörstudium adressiert werden, aber auch natürlich darüber hinaus in unterschiedlichen Formaten an anderen hauptsächlich Universitäten bestehen. Es sind sehr wenige Fachhochschulen, die überhaupt ein Gasthörstudium oder ein ähnliches Studium anbieten können, würde ich mal sagen, und wenn, sind es die ostdeutschen Bundesländer, aus einer Historie heraus, wie ich gelernt habe. Genau, aber an der BAGWIWA wurde tatsächlich viel diskutiert und natürlich sind da sich alle einig, dass der intergenerationale Austausch unglaublich wichtig ist und Herzstück dieser Angebote. Was wir aber auch sehr intensiv diskutiert haben, ist die Zielgruppe der Babyboomer. Und das fand ich in der Tat ein spannendes Thema, nicht nur, dass die Babyboomer die wissenschaftliche Weiterbildung und auch das Gasthörstudium aufgebaut haben, ne, Christiane, und dann jetzt in Generationswechsel gehen. Nein, es sind eben auch die Babyboomer, die jetzt ins Gasthörstudium gehen und die vielleicht als Zielgruppe andere Anforderungen stellen als jetzt 75-Jährige, die eben doch noch nicht der Generation der Babyboomer zugeordnet werden und eine andere Historie haben. Christiane, du hast es vorhin auch angedeutet, auch die ersten Gasthörenden, die noch eine andere Idee dahinter hatten, mit was sie eigentlich kommen. Aber das hat jetzt wenigstens mit dem intergenerationalen Austausch zu tun, obwohl der natürlich absolut als Mehrwert im Fokus steht. Die Gruppe der Babyboomer ist natürlich, die größer werden. Ich glaube auch, es ist kein Zufall, dass wir jetzt die höchste Zahl an Neueinschreibungen haben. Nicht nur ein bisschen größer, es ist eine Welle, die jetzt kommt. Und dementsprechend, das ist spannend, finde ich, aber vor allem auch, was macht denn die Generation, die die wissenschaftliche Weiterbildung und jetzt im Speziellen die Angebote der offenen Hochschule, noch spezieller des Gasthörstudiums übernehmen, mit den bisherigen Konzepten. In welche Richtung entwickelt sich das, wenn wir die wissenschaftliche Weiterbildung betrachten? Hat sie ja doch, ich sag mal, eine sehr starke Management-Tendenz bekommen im Gänzlichen. Und einige Hochschulen haben sich sehr klar behauptet und das Gasthörstudium, Seniorenstudium und Ähnliches hochgehalten. Andere sind doch stark auf die, ich sag mal, eher managementgeprägten Weiterbildungsstudiengänge gegangen. Und da sind auch einige sehr traditionsreiche Einrichtungen in Deutschland vielleicht diesen Entwicklungen auch zum Opfer gefallen in den letzten 20 Jahren. Also dementsprechend kann die Universität Oldenburg durchaus mit Recht die Fahne hochhalten und stolz sein, dass sie 40. Jubiläum feiert. Vielen Dank, Annika. Das Letzte, also wir sind froh, dass wir da weiter die Fahne hochhalten, aber das ist ja auch dann latent ein trauriges Thema, wenn es an anderen Orten nicht so läuft. Frau Asche, ich hätte Sie sowieso dran genommen, weil nämlich diese Frage dieses Intergenerationalen in dem Videobeitrag hatte zum Ende einer unserer Lehrenden auch nochmal verschiedene Perspektiven, was er daran so toll findet und dann aber auch gleichzeitig so das Männchen, was sagt, ja, nehmen meine grundständigen Studierenden das dann auch wahr. Ganz kurze Anekdote, ich habe in meinem eigenen Studium irgendwann, als ich dann als Studierender das erste Mal auch Kontakt mit Gasthörenden hatte, war das für mich tatsächlich auch so ein Wow-Effekt. Das war in der Politikwissenschaften, das habe ich im Nebenfach studiert und dann sagte der Dozent was über Willy Brandt und dann meldete sich einer der Gasthörer, nee, das war nicht so, Brandt war ganz anders und hat dann von einem Erlebnis auf dem Wahlkampftour erzählt und plötzlich war der Gasthörer der Dozent so und das war für mich ein totaler Augenöffner. Also ich frage jetzt nicht, ob Sie auch die Rolle des Dozierenden übernehmen, aber dieser intergenerationale Austausch, der kann ja in beide Richtungen immer gehen. So. Wie nehmen Sie das selber wahr in der Rolle? Also ich habe diese Rolle noch nicht übernommen, würde das auch
nie tun, nein. Ich habe es aber immer wirklich als sehr bereichernd empfunden, wenn Jung und Alt in einen Austausch kommen und es eine wirkliche Diskussion gibt. Und ich erlebe es ja selbst, man hat als älterer Mensch ja andere Lebenserfahrung, anderen Blick auf viele Dinge und ja, manche Ideen oder Äußerungen von jungen Leuten sind erstmal irritierend. Da muss man da erstmal drüber nachdenken und stellt dann so fest, auch wenn man dann so ein paar Tage drüber denkt, ja, so schlecht ist es ja doch nicht. Manchmal kommt es aber auch im direkten Ausgleich. Aber genau deswegen gehe ich ja dahin, weil der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann und das nehme ich auch ernst. Das möchte ich ja. Ich möchte ja irritiert werden und ich möchte mich mit anderen auseinandersetzen, aber ich habe das nie erlebt, dass jemand von den Älteren die Dozentenaufgabe übernommen hat, aber ich habe auch nie erlebt, dass also ein Dozent irgendwo vergrätzt war über irgendwelche Wortmeldungen. Im Gegenteil, also ich fand, das wurde immer sehr, sehr freundlich aufgenommen und wurde zum Teil sogar ermuntert, was dazu zu sagen. Und das macht einfach Spaß und darin schätze ich auch in diese Veranstaltung so sehr. Ich wollte noch was sagen zur Öffnung. Ich war jetzt so weniger gedanklich unterwegs, Digitalisierung, sondern auch räumliche Öffnung, örtliche Öffnung. Vieles, fast alles findet ja auf dem Campus statt. Das ist großartig, ich liebe das, gehe da sehr, sehr gerne hin, auch in die Mensa, in die Cafeteria. Da trifft man auch auf junge Menschen und tauscht sich aus. Da kriegt man Informationen über das, was im Gegenlicht läuft oder im Unikum läuft. Das möchte ich nicht missen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch gerade noch andere Menschen ansprechen kann, wenn mehr oder wenn mal Veranstaltungen in der Stadt stattfinden würden. Also was ich immer auch sehr gerne wahrnehme, sind die Veranstaltungen über die Ringvorlesung, Karl-Jaspers-Gesellschaft und dann im Kunstverein. Das ist mitten in der Stadt, das ist immer sehr gut besucht. Das ist ein tolles Format. Ich könnte mir aber auch vorstellen, so Veranstaltungen im Chor beispielsweise. Gibt es, glaube ich, schon einige, aber das könnte man noch intensivieren, weil da auch noch andere junge Menschen, die vielleicht noch nicht den Bezug so zum Campus haben, dort hingehen oder leichter hingehen, als sich auf den Weg zum Campus zu machen. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich zweimal das Zucken gehört. Ich würde mit Bezug auf den letzten Punkt, Herrn Bruder, Sie haben da vielleicht auch noch mal auch das was gesagt, dass die Uni noch mehr in die Stadt geht. Chor war ein Stichwort. Gibt es da noch weitere Dinge, wo wir überall hingehen können, sollten, neben dem schlauen Haus, was es ja auch schon gibt? So. Sie haben vielleicht das Lachen in meinem Gesicht gesehen. Ganz herzlichen Dank. Und es war nicht ein Briefing vorher. Sagen Sie das, was ich nicht gesagt habe, dass Sie jetzt sagen sollen, wir sollen in die Stadt gehen. Aber Sie unterstreichen das. Ja, wir haben das schlaue Haus. Und ich habe an verschiedenen Stellen schon gesagt, Oldenburg braucht viele schlaue Häuser. Und mich freut das wirklich. Ich meine das so, dass Sie zu unserem Campus kommen. Der ist nicht immer leicht zu finden. Also den Campus schon, aber die Räume auf dem Campus, die sind nicht leicht zu finden. Also großer Respekt dafür. Aber das, was Sie sagen, wenn Sie nach Oldenburg kommen, wenn Sie ankommen in Oldenburg, müssen Sie das Gefühl haben, dass Sie in eine Hochschulstadt kommen. Das muss Ihnen einfach bewusst werden. Und wenn Sie vom Bahnhof bis zum Campus laufen, ist das nicht ganz so einfach. Ich drücke es mal diplomatisch aus. Das muss uns gelingen. Sie müssen durch die Innenstadt gehen. Wir haben Leerstände in der Innenstadt derzeit. Diese Leerstände können mit Hochschulen gefüllt werden. Was ich mich wirklich gefreut habe, als ich meinen Antrittsbesuch im Botanischen Garten hatte, als ich gesagt bekommen habe, der Botanische Garten ist teilweise Bestandteil von Tourismus. Dass Leute, die sich irgendwas angucken, sagen, okay, ich im Botanischen Garten. Und dann gesagt bekommen habe, wenn Sie in den Botanischen Garten gehen, erleben Sie die Uni. Das sind ganz viele Forschungsprojekte von uns. Und das führt für mich alles zu dem Stichwort Campus Oldenburg. Sie müssen, wenn Sie hier ankommen, auf einem Campus ankommen. Sie müssen Orte bespielen. Wir haben so viele Orte hier und wir sind im engen Austausch auch mit der Stadt. Wir haben nächste Woche auch wieder das Gespräch Stadtspitze mit der Universitätsleitung. Werden auch in so eine Richtung gehen, ich glaube, das Ganze noch fester auch zu institutionalisieren, um dieses Versprechen Campus Oldenburg auch erlebbar zu machen in der Stadt, dass Sie, das wäre meine Vorstellung, irgendwann eine App aufrufen und einfach sich fragen können, so wie jetzt, sich gucken, was ist denn heute los, was ist kulturell los und was ist im Campus los.
Und sehen Sie, oh ja, da kann ich hingehen, da ist ein Vortrag, das ist einer, der ist nur für Gasthörende, das ist einer auch nur für Studierende, da kann ich jetzt nicht hin, das ist einer, der ist für die breite Bevölkerung, das fände ich, das wäre meine Vorstellung von einem Campus Altenburg. Vielen Dank, also ich will ganz kurz, wir haben ja durchaus auch neben dem Tag heute noch ein Zusatzprogramm gestrickt, was auch tatsächlich in die Stadt geht, ganz viel und mehrfach ausgebucht ist, da auch nochmal, wenn Sie da was gebucht haben, vielen, vielen Dank. Aber wir sind für solche weiteren Öffnungsbewegungen in die Stadt zu gehen, als C3L natürlich auch sehr, sehr offen, um das gesagt zu haben. Ich möchte ganz kurz nochmal, ich weiß, Herr Welp, Sie haben direkt zum Mikro gegriffen, aber trotzdem mal den Bogen, Herr Kubasch, Sie hatten noch mit dem Blick auf den intergenerationalen Austausch, den ich da vielleicht nochmal kurz fokussieren würde, da nochmal was. Genau, ohne jetzt die Diskussion zur Stadt abzuwürgen, die wird ja gleich wieder aufgegriffen, weil ich das so spannend finde. Das ist sozusagen das, wo ich bei den Fragen, die Sie uns ja vorher geschickt haben, gesagt habe, okay, das ist, glaube ich, das, was sozusagen für mich aus Dozentensicht das Interessanteste ist, vielleicht sogar das Wichtigste. Gerade weil ich eben Historiker bin und vor allem in der neueren und neuesten Geschichte unterwegs bin. Und das ist so ähnlich, was Sie aus Ihrer Anekdote berichtet haben. Als ich studiert habe, hatten wir auch schon regelmäßig Gasthörende dabei. Und wenn es dann so um Frakturschrift, Sütterlin ging, waren die teilweise schon eine große Hilfe. Haben auch manchmal reingerufen, wenn jemand was gerade nicht wusste, das war dann gelegentlich auch hilfreich. Aber ich möchte schon ein bisschen kurz darüber sprechen, wie ich das als Dozent erlebe. Ich habe als kurzes Beispiel im letzten Wintersemester ein Seminar gegeben, wo ich in meinem Fachgebiet Neuere Geschichte die Appeasement-Politik der Briten in den 30er Jahren gegenüber Italien, Japan, Deutschland verglichen habe mit der Politik, die europäische Staaten gegenüber Russland gemacht haben in den letzten 30 Jahren. Also ein historischer Vergleich, ist eine anerkannte Methode in unserem Fach. Und sozusagen zu gucken, gab es Parallelen, gab es natürlich auch Unterschiede und das sozusagen gemeinsam aufzubereiten. Und natürlich ist der zweite Teil, also die 30er Jahre hat keiner von denen, weder Gasthörende noch Studierende selbst erlebt. Aber diejenigen, die als Gasthörende in dem Seminar saßen, gelten ja, wie wir als Historiker sagen oder Journalisten, Zeitzeugen. Das heißt, sie haben diese letzten 30 Jahre der zweiten Epoche sozusagen live selbst miterlebt, als Akteure, als Handelnde, als Teil der Gesellschaft. Und natürlich ist das für die Studierenden eine Chance, sozusagen live am lebenden Objekt, sage ich jetzt mal ganz salopp, sozusagen ein permanentes Zeitzeugeninterview mitzuerleben, wenn Gasthörende sich äußern und mitdiskutieren. Und es ist umgekehrt für die Gasthörenden, aber auch eine Chance gewesen, und ich denke, das haben die auch so wahrgenommen, ich kenne ja auch ein paar Gesichter, die jetzt nicken, das ist sehr nett, natürlich sozusagen die eigenen Erlebnisse in diesen 30 Jahren und sozusagen die mediale Berichterstattung über diese außenpolitischen Fragen nochmal abzugleichen mit eher einer wissenschaftlichen, auch internationalen Sichtweise. Natürlich haben wir auch englische Texte gelesen und so weiter und von anerkannten Forschern, was man ja sonst eher nicht tut, wenn man Zeitung liest oder Fernsehen guckt. Und ich glaube, und das sind auch manche Weltbilder, ich will nicht sagen, ins Wanken geraten, das ist sehr zu dramatisch, aber schon nochmal sozusagen das eigene Wirken und sozusagen das, was die von einem selbst gewählten Politikerinnen und Politiker gemacht haben zum Beispiel oder die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Gas und so weiter, dass all diese Dinge sozusagen nochmal wissenschaftlich hinterfragt wurden, die eigenen Erlebnisse hinterfragt wurden und ich glaube, damit haben wir in dem Seminar auch nochmal sehr, sehr viele Denkanstöße und Grübelanstöße gegeben und ich denke, das war sehr wertvoll. Ja, vielen Dank für das sehr praktische Beispiel. Also ich überspringen Sie jetzt ungern, Herr Welp, weil Sie haben so bei der Öffnung der Stadt, aber ich würde Christiane Bruckmann-Dorn nochmal in dieser Doppelrolle ansprechen als Babyboomerin, jetzt selber eigentlich auch Gasthörende. Also du könntest ja auch als Zeitzeugin von Gasthörstudium organisieren und Teilnehmende des Gasthörstudiums sein. Wie erlebst du so einen Wandel und erlebst du vielleicht die vermeintlich in Anführungsstrichen Jüngeren? Wie erlebst du das jetzt aus dieser Rolle? Also ich habe den Eindruck, dass ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren sich die Gasthörenden ziemlich verändert haben. Also ich hatte das in meinem Beitrag ja auch gesagt, dass am Anfang noch solche da waren, die hatten irgendwie eine ganz andere Ausstrahlung. Die kamen immer und waren total dankbar und sagten dauernd, ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Die jetzigen, die Babyboomer, ich gehöre ja selbst dazu, deshalb kann ich es auch sagen, die haben schon mehr, also die finden das selbstverständlich, ich darf hier sein und ich will hier auch was haben. Und ich zahle hier auch ein bisschen Gebühren und dafür will ich auch was kriegen. Also ich will nicht sagen, dass es Konsumenten sind, aber die sind schon politisch anders sozialisiert und setzen ihre Rechte auch durch. Und da möchte ich Sie an dieser Stelle auch mal sehr herzlich noch zu auffordern, das weiterhin so zu machen. Denn ich habe ja in meinem Beitrag auch gesagt, man muss gucken, dass es auch weiterhin genauso offen bleibt und noch offener wird. Und meine Befürchtung ist immer, wenn jetzt die Babyboomer kommen, und dann werden ja auch immer Zahlen genannt, dass man dann sagt, ja, aber
Also so eine kleine Uni wie Oldenburg sind ja nur 16.000 Studierende. Ja, so viel Gasthörende können wir ja auch hier auch nicht gebrauchen. Dazu möchte ich dann immer mal das Zahlenverhältnis. Also wir haben pro Semester maximal 600 Gasthörende gehabt bei 16.000 Studierenden. Ich bin jetzt im Kopfrechnen nicht ganz so gut, aber ich glaube, das lässt sich prozentual nur noch im ganz geringen Bereich ausdrücken. Und dann, dass man Angst hat, dass man sozusagen von den Gasthörern überrannt wird, wie ich das auch in dem Zitat gesagt habe, ich glaube wirklich, das ist nicht zu befürchten. Ich glaube, das schlägt auch mit Blick auf das Motto quasi für die Podiumsdiskussion, dass das der tatsächlich offenste Weg ist, nochmal ein Schlaglicht drauf. Und gleichzeitig haben wir ja auch eine Situation, die hast du auch adressiert und die spielt so ein bisschen zusammen mit einerseits haben wir immer mehr Studierende in den Hochschulen, wir haben jetzt zum ersten Mal, wo es langsam weniger wird, auf einem nach wie vor sehr hohen Niveau. Gleichzeitig haben wir so eine Begrenzung bei der, also hätten wir eine Maximalzahl dieser 600 Veranstaltungen erreicht, wir haben ja knapp 3000, jetzt führe ich mal Sommer- und Wintersemester zusammen. Wenn wir wirklich sagen, wir machen das alles offen und ich würde dir bei der Analyse dazugeben, ich glaube die 600 oder auch 1000, was ja irgendwann, also wenn ich dann mal 2047 steht auf dem Zettel drauf, immer vielleicht mal in Rente gehe, dann, dass wir da die 1000 geknackt haben und noch mehr diese Gruppe reinbringen und noch mehr intergenerationales Lernen ermöglichen. Was brauchen wir denn noch, um noch mehr offen zu machen? Du hast im Vortrag gesagt, wir müssten dann noch mehr die Lehrenden überzeugen, aber was gäbe es sonst noch? Was wären vielleicht auch Wünsche? Annika. Ich würde das gerne mal aufgreifen, denn ich fand, es wurde vorhin ja auch in den Vorreden schon gut dargelegt, dass es ist ja nicht nur ein Angebot an die 65 plus ist, sondern auch darüber hinausgeht in den Facetten, was ein Gasthörstudium eigentlich abbildet und auch Möglichkeiten bildet, eben ein Modulstudium oder ein modulares Studium überhaupt aufzunehmen. Und das betrifft dann ja auch wieder ganz andere Zielgruppen. Und ich glaube, das ist lange noch nicht ausgereizt. Und das ist auch jetzt vielleicht an der Uni Oldenburg sogar schon weiter ausgereizt als an vielen anderen Universitäten, aber da bietet sich ein Potenzial, dass wir auch aus Blick der wissenschaftlichen Weiterbildung einfach weiterdenken müssen, auch in der Verzahnung zu grundständigen und konsekutiven Angeboten, in Verzahnung zur wissenschaftlichen Weiterbildung im Sinne von weiterbildenden Studiengängen. Und ich bin, und da glaube ich, kann ich auch für die DGWF sprechen, an der Stelle sind wir schon in der Beobachtung, dass wir wissenschaftliche Weiterbildung vielleicht auch noch mal mehr in dem ursprünglichen Kern, nämlich wirklich der Öffnung der Hochschulen, diskutieren müssen. Denn ich weiß nicht, alle, die mal wissenschaftliche Weiterbildung, also Studiengänge betreuen durften, wissen, wie schwer es ist, mit der Finanzierung und in der Aushandlung, in der politischen Aushandlung, diese Studiengänge, ich sag mal, für alle Zielgruppen angemessen zu gestalten. In Niedersachsen ist es noch einfacher als in Bremen. Aber das da gibt es einfach noch ein Potenzial und vielleicht auch ein Wiederzusammenrücken zwischen, ich glaube 2012 war es, die KMK sozusagen die Weiterbildung sehr klar, die weiterbildenden Masterstudiengänge sehr klar von den anderen Studiengängen getrennt hat. Micro-Credentials, Gasthörstudium, modulares Studium, das sind alles Themen, die wir, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren noch mal intensiver diskutieren müssen und gucken müssen, wie wir damit eine Öffnung gestalten können, die nicht nur die wissenschaftliche Weiterbildung, nicht nur das Gasthörstudium betrifft, sondern eben die gesamten Hochschulen, also als Institution. Herr Bruder, Sie hatten direkt ein Stichwort aufgegriffen. Ja, weil das war ja auch Ihre Frage. Was brauchst du dazu zur Öffnung? Und ich glaube, was Oldenburg eindeutig gezeigt hat, ist die Bereitschaft dazu. Natürlich können Sie immer darüber diskutieren, was noch mehr geht. Und natürlich verstehe ich, dass Sie sagen 1000. Natürlich verstehe ich, dass Sie sagen, warum nicht mehr Plätze. Verstehe ich alles. Aber ich kann Ihnen auch sagen, ich verstehe jeden Lehrenden, der momentan zu mir kommt und sagt, Herr Bruder, wissen Sie, was ich zu tun habe? Die Forderungen, auch aus politischer Seite, werden ja nicht weniger. Wir sind eine ausgezeichnete Forschungsuniversität. Das ist auch ein Aufwand, den wir treiben. So, was der Minister vorhin sagte, war ja, und ich glaube an der Stelle können wir ihn sehr ernst nehmen, auch eine ressourcielle Unterstützung. Aber was ich wahrnehme ist, dass natürlich an Hochschulen gerne eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Aufgaben gegeben wird. Kümmert euch doch jetzt mal um den Klimawandel, kümmert euch doch mal um das Weiterbildungsstudium, kümmert euch doch mal um Offenheit, kümmert euch, kümmert euch, kümmert euch. Aber auch unsere Zeiten sind begrenzt und auch unsere Leistungsfähigkeiten von dem Personal, das wir haben, ist begrenzt. Ich kann die Leute nicht überborden, im wahrsten Sinne des Wortes ausbeuten mit dem, was sie tun. Also ist es auch eine politische Aufgabe zu sagen, wenn wir Hochschulen öffnen, heißt das auch, mit zusätzlichen Ressourcen auszustatten. Wir übernehmen ja ganz wichtige gesellschaftliche Aufgaben und ich glaube, wir übernehmen sie auch gern.
Aber man darf nicht erwarten, wir machen das einfach mal so nebenbei mit. Dafür nehmen wir es zu ernst. Also das, was ich hier sehe, ist ernst genommenes Gasthörstudium. Und wenn ich etwas ernst nehme, dann muss ich es auch entsprechend unterstützen. Also das wäre jetzt, wenn Sie mich fragen, was brauchst du in der Öffnung? Es heißt auch ein klares politisches Bekenntnis, dass offene Hochschulen auch entsprechende Ressourcen bekommen müssen. Die Offenheit ist nicht etwas, das können Sie doch mitmachen, ist doch toll, wenn Sie so schön offen sind. Nein, wenn Sie das ernsthaft machen, heißt das, Sie investieren. Sie investieren Zeit, Sie investieren Ihr geistiges Volumen, das Sie haben. Das tun wir gern, aber bitte auch mit entsprechender Unterstützung. Der Minister nicht da, aber es wird aufgezeichnet, also es bleibt doch nicht weg. So. Ich denke, das ist ganz wichtig, das zu beleuchten, dass es halt nicht eben so geht. So. Und auch tatsächlich, auch wenn man einerseits sagt, wir würden uns wünschen, dass doch mehr Lehrveranstaltungen geöffnet werden, da spreche ich auch aus der eigenen Rolle, auch als Lehrender teilweise. Also es gibt natürlich auch eine Auslastung, die wir im Moment haben, die sehr, sehr hoch ist. So. Wie gesagt, ob jetzt, ich glaube, der Invest, noch mehr Gasthörner reinzulassen, ist ein sehr gutes Invest, weil man im Endeffekt mehr raus hat. Und Christian, du hast es auch gesagt, in den Präsenzveranstaltungen, da sage ich wahrscheinlich auch nichts Geheimes, ist nach 3 Wochen, 4 Wochen die Anwesenheit eine andere, vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, das kann Mehrwert bieten. Gucken wir nochmal, Herr Webb, ich will, weil das war für mich gerade nochmal so ein bisschen ein Stichpunkt. Also nicht nur an die Universität wird natürlich, macht mal, kümmert euch. Auch die Stadt muss ganz viel machen, also setze ich mal selbstkritisch, ich bin Papa von Kindern und will natürlich auch, dass die Schulen da alles immer irgendwie abfedern. Was glauben Sie, aber wie Schule auch vielleicht da nochmal offener sein kann und da im Zweifelsfall, also ich will jetzt ein latent großes Fass aufmachen, dass wir in Deutschland natürlich immer noch, in der Universität auch noch und selbst wenn es das Gasthörstudium gibt, immer so Momente haben, wo es ganz stark abhängig ist, aus welchem Elternhaus man kommt. Vielleicht kann ich Schule als erster Meilenstein bis hin zur Universität, was kann der Bereich Bildung, Schule insgesamt in der Stadt machen? Wie sind wir da unterwegs? Da sprechen Sie im Prinzip das Thema, was ich vorhin schon aufgreifen wollte. Also ich habe da eine ganze Menge Fantasien, gerade wenn wir uns anschauen. Wir haben in der Stadt Oldenburg 4 berufsbildende Schulen mit 14.000 Schülerinnen und Schülern. Und jetzt muss ich einmal den Finger in die Wunde halten. Mit der Hochschule Bremen haben wir Kooperationen schon dann eingegangen hinsichtlich verschiedener Ausbildungsgänge, dass junge Menschen, die eine berufliche Ausbildung dort bei uns an den berufsbildenden Schulen durchlaufen, dass wir geschaut haben, welche Lernfelder können im Rahmen des IQRs anerkannt werden. Und dort haben wir Vereinbarungen mit der Hochschule Bremen schon geschlossen, mit der Universität Oldenburg noch nicht. Ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben und da freue ich mich auch drauf, weil wir haben dort einen riesengroßen Schatz. Es geht mir nicht um die Akademisierung der beruflichen Bildung, also wir brauchen viele halt auch, wenn Sie Handwerker mal bestellen, dann wissen Sie, wie der Markt gerade aussieht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren jungen Menschen immer wieder Perspektiven anbieten. Und da spielt das Thema offene Hochschulen natürlich eine enorme Rolle, dass wir also dort wirklich Bildungswege öffnen, dass man dann sagt, wie kann man aus der dualen Ausbildung dann halt den Weg in die Uni dann halt auch finden. Und da sind die Wege ja heute viel, viel vielfältiger als noch zu meiner Zeit. Auch ich bin ein Kind, was früher nannte man das zweiten Bildungsweg. Ich finde den Begriff nicht so sonderlich treffend. Finde ich den Begriff lebenslanges Lernen viel schöner, weil ich weiß nicht, bei welchem Bildungsweg ich jetzt angekommen bin. Wahrscheinlich 4., 5. oder so. Damals waren die Wege etwas holpriger, um an die Hochschule bzw. an die Uni zu kommen. Heute ist es einfacher, aber ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben, dass wir dort halt niedrigschwellige Wege dann halt auch finden. Es gibt ja schon immer diese leichte Konkurrenz zwischen Bremen und Oldenburg und ich möchte jetzt mal eben Oldenburg kurz verteidigen. Das kann ja sein, dass Bremen das auch ganz toll macht. Aber Oldenburg macht das auch ohne, dass es so Vereinbarungen, richtige Rahmenbedingungen gibt, sondern wir haben ja hier auch so einen PLA-Service zum Beispiel an der Uni Oldenburg, wo jeder der und jede, die eine Berufsausbildung hat, sich auch Kompetenzen anrechnen lassen kann. Also wir haben da keine offiziellen Vereinbarungen mit der Stadt, aber die Möglichkeit gibt es hier schon, also ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber ich würde mal sagen mindestens 10 Jahre. Und das wird auch umfassend genutzt. Also es gibt viele Studierende, die dann auch eben ihre Berufsausbildung anrechnen lassen können. Wo wir aber mal bei Durchlässigkeit sind, was ich mir immer noch wünsche, ist, wir wissen ja auch, dass viele Studierende ihr Studium auch abbrechen und vielleicht den Bachelor nicht machen. Ich wünsche mir auch umgekehrt eine Anrechenbarkeit.
wenn jemand dann zurück ins Berufssystem geht, dass er auch das, was er an der Uni bis dahin gemacht hat, auch mal angerechnet bekommt. Das wäre für mich sozusagen die tolle Autobahn, wo es in beiden Richtungen geht. In meiner Brust schlagen ja drei Herzen. Einerseits habe ich in Bremen studiert, dann arbeite ich lange in Oldenburg. Aber gebürtig bin ich aus Friese, das ist sowieso alles besser. Aber wir haben auch keine Uni, also von daher, also wir haben eine Fachhochschule, nichts gegen die Kollegen der Fachhochschule. Aber, und wir haben tatsächlich auch, Christian, du hast es gesagt, wir haben auch einzelne Kooperationen oder Projekte auf der Ebene. Das Thema Projekte ist sicher nochmal eine Problematik auch der Finanzierung, dass man sich extra ein Projekt ranschaffen muss, um in Austausch und Kooperation mit den Akteuren der beruflichen Bildung zu gehen. Und das ist ja auch ein Thema, was jetzt größer wird. Also was vielleicht so ein bisschen überleitet, auch in so eine andere Thematik, die ja auch kontrovers diskutiert wird. Herr Welp, Sie sagten gerade Handwerker bekommen. Also ich warte schon seit einem Jahr auf dem Energieberater, damit ich eine neue Heizung bekomme. Ich bin kurz davor, umzuschulen und das selber zu machen. Wahrscheinlich würde mir nichts angerechnet von meinem Psychologiestudium, aber dann ist das so. Die Frage aber auch, also wenn wir sagen, wir machen den Weg so offen wie möglich, gleichzeitig ist es ja durchaus das so Schlagwort Akademisierungswahn und wir haben viel zu viele in dem Bereich und wir brauchen mehr Handwerker. Bei uns am Campus um die Ecke war lange ein Plakat so, ja, PowerPoint finde ich nicht so gut, ich kann eher was mit der Hand machen. Braucht es da nicht auch mehr Kooperation? Ist es nicht eigentlich, also das muss ja kein Widerspruch sein, einerseits die Universität offen zu machen und über den Weg des Gastrostudiums zum Beispiel, wir haben da auch Projekte, wo man so das verbindet Teile der Ausbildung und dann kann man wieder in die Universität kommen, wo es formale Hürden gibt sozusagen, wo wir dann die Hintertür des Gastrostudiums benutzen können. Also ist es nicht trotz dieser Diskussion um den Akademisierungswahn total wichtig, die Türen noch weiter aufzumachen und eigentlich auch diese, vielleicht nicht die Konkurrenz zwischen Oldenburg und Bremen, sondern zwischen akademischer und beruflicher Bildung noch weiter aufzuweichen? Herr Kubasch, Sie melden sich direkt gerne. Ja, ich melde mich deswegen direkt, weil ich diese Debatte langsam nicht mehr hören kann, um es ganz platt zu sagen. Wir brauchen nicht weniger Akademiker. Wir brauchen mehr Arbeiter und Handwerker in Deutschland. Wir haben, wenn wir uns die Zahlen angucken, bei den ungelernten Arbeitslosenquoten von über 20%, bei den Menschen, die weder eine Ausbildung noch ein Studium gemacht haben, verheerend. Wir haben bei den Menschen mit Ausbildung eine Arbeitslosenquote von ungefähr 4-5%. Und von denjenigen mit einem Studium von 2%. Die Gesamtquote ist so bei 7%. Das heißt, sowohl eine Ausbildung als auch ein Studium führen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten eine gute Beschäftigung. Selbstständig, angestellt, als Arbeiter, was auch immer. Und auch die Gehälter sind insgesamt mit dem akademischen Studium immer noch sehr, sehr hoch im Durchschnitt. Natürlich immer vom Studienfach abhängig, aber nach ein paar Jahren sind alle sehr gut untergekommen. Das heißt, wir haben natürlich einen Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen, davon übrigens auch viele sehr akademisch, Informatik zum Beispiel oder Naturwissenschaften. Aber wir haben eben einen großen Fachkräftemangel im Handwerk, in der Pflege, in anderen Bereichen, in der Verwaltung, die auch nicht durchakademisiert ist. Und da werden die Lösungen, da wird die Lösung nicht sein, die Universitäten und den Fachhochschulen sozusagen die Studis abzugraben und ihnen sozusagen mit dem Finger zu sagen, ihr macht jetzt kein Studium, macht bitte mal eine Ausbildung, sondern indem man Migration anregt, indem man lebenslanges Lernen anregt, indem man die Frauenerwerbsquote steigert, das sind die politischen Lösungen und nicht sozusagen die Universitäten, denen das Wasser abzugraben. Gegeneinander auszuspielen, diese beiden Felder, ist vollkommener Humbug, auch wenn das manchmal in manchen Glossen oder schlecht recherchierten Zeitungsartikeln gemacht wird, aber es ist sicherlich nicht die Zukunft, wie wir in Deutschland den Fachkräftemangel besiegen, ganz klar. Danke für das klare Statement, also dem, glaube ich, geht ja nicht um meine Meinung, aber mich durchaus anschließen. Gibt es sonst aus der Runde zu diesem Schlagwort Akademisierung, weil das trifft uns ja als Teilnehmende, auch als in welcher Form auch immer, im Bereich Bildung und Uni ja alle irgendwie. Jetzt hat sich erst Herr Bruder das Mikro geschnappt. Aber Christiane, du hast Vorrang. Also Akademisierung und Durchlässigkeit muss ich ja nicht ausschließen. Nicht jeder, der an der Uni ist, will auch einen Abschluss haben. Es geht ja darum, dass die Inhalte und das Wissen an die Leute gebracht wird. Und dann ist die Universität der Ort, wo das geschieht, aber nicht, wo man das Label bekommt. Also von daher denke ich, es passt beides unter einen Hut. Aber das, was Sie sagten, das ist so wirklich das Gasthörstudium als Scharnier zwischen unterschiedlichen Ausbildungsgängen, passt ja sehr gut. Ich stimme Ihnen sehr zu. Es gibt nur einen Punkt, wo Sie schauen müssen. Wir haben, Stichwort Akademisierung, natürlich eine Unterstützung finanzieller Art,
auf quantitative Seite. Das heißt, die Politik hat über Jahre gesagt, Hochschulen nehmen viele Leute auf, da kriegt ihr Geld dafür. Und damit hat man eindeutig das dazu gebracht, zu sagen, naja, jede Person, die irgendwie an die Hochschulen kommt, bringt uns ja Geld. Und ich hoffe, dass wir aus diesem System Schritt für Schritt rauskommen. Dass wir aus einer quantitativen Attraktion zu einer qualitativen Attraktion, wir müssen dahin kommen. Sonst haben Sie das, ich bin sehr bei Ihnen, aber Sie kommen irgendwann dahin zu sagen, auch diejenigen, die vielleicht mit guter Beratung gar nicht richtig aufgehoben sind für ein Hochschulstudium, eigentlich darf ich das nicht machen. Selbst wenn ich sehenden Auges sage, es wäre viel besser, eine handwerkliche Ausbildung zu machen und dann zum Gasthörstudium zu kommen. Alles gut, wäre ein wunderbarer Weg. Aber dadurch, was ich attrahiert werde momentan, wie ich Unterstützung finanzieller Art bekomme, ist durch quantitative Steuerung. Und das darf man nicht vergessen. Das war in der Zeit natürlich, wo wir auch ganz andere Zahlen haben wollten im Vergleich zum internationalen Kontext. Alles sehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einen Scheitelpunkt angekommen und den Scheitelpunkt eigentlich ein Stück weit überschritten, dass wir raus aus der quantitativen Steuerung in eine qualitative Steuerung. Und dann könnten wir ganz andere Lebensmodelle unterstützen. Dann könnte man auch jungen Menschen sagen, für sie ist wirklich der richtige Weg, Einstieg in einen handwerklichen Beruf, passt genau, der ist auch attraktiv. Und wenn Sie Interesse haben an dem und jenem Thema, gerne. Wir haben ein Gasthörstudium. Das kann, und es kann auch im Laufe des Lebens dann passieren, zu sagen, oh, eigentlich das, was ich als junger Mensch mir gedacht habe, passt jetzt nicht mehr. Dann kommen Sie halt mit 40 noch an die Hochschulen. Alles gut, aber das bedeutet schon auch ein Stück weit Umsteuerung in dem, was wir, wie wir bisher das gesamte System auch finanziell unterstützen. Frau Asche, ich möchte das nochmal so ein bisschen, nicht nur diese Thematik um den Akademisierungsfall mit quasi aus Ihrer Perspektive vielleicht nochmal beleuchtet wissen, sondern auch, wenn man die jungen Menschen, die in die Universität kommen, die ja auch in einem Moment sind, wo sie vielleicht noch nicht wissen, ist das jetzt das Richtige? Also Christian, du hast gesagt, manche verlassen das. Und wir hatten kurz über intergenerationalen Austausch auch gesprochen. Wie nehmen Sie das bei denen wahr, dass die auch da reinkommen in ein System und sie die in den Seminaren, in den Vorlesungen erleben und vielleicht denken, ach, die wissen noch gar nicht, was sie wollen. Und eigentlich ist ja, wir haben gerade über qualitatives Wachstum gesprochen, die Qualität da, dass sie ihre Erfahrungen mit einbringen können und im Zweifelsfall da auch in den Austausch treten können. Ja, das erlebe ich und ich bin manchmal ganz erstaunt, mit welcher, wie soll ich sagen, mit welcher Zuversicht sie sich auch in ein Studium begeben, ohne eigentlich so zu wissen, ja, wofür eigentlich und wo soll das eigentlich mal hingehen? Das war zu meiner Zeit irgendwie anders. Das ist sicherlich auch ein Generationsunterschied. Aber ich finde diese Gespräche sehr bereichernd. Ich glaube, für beide Seiten, das empfinde ich auch so, dass ich da Zuhörer habe, die das auch als sehr anregend empfinden, wenn ich dann so aus meiner Sicht schildere, wie so ein Weg eben auch sein kann, wie wichtig das ist, und dafür bin ich ja dann ein lebendes Beispiel, sich lebenslang weiterzubilden. Dass es eben mit dem Studium und mit dem Abschluss des Studiums nicht zu Ende ist, sondern es geht mit dem Lernen, geht es weiter, lebenslang. Und wie bereichernd das ist, wenn man das tut. Von daher finde ich auch da diesen Austausch mit den jungen Leuten als sehr, sehr bereichernd und möchte ihn auf keinen Fall missen. Und ich habe so den Eindruck, aber das mag natürlich täuschen, dass andere junge Leute das auch schätzen, einfach mal so zu hören, ja, wie geht das denn noch und was sollte ich denn vielleicht noch bedenken? Also es sind immer interessante Gespräche. Olaf Zwerke-Richter hat in seinem Vortrag auch kurz noch gesagt, dass die Anwesenheit auch der Gasthörenden tatsächlich die Universität bunter, facettenreicher macht, noch mehr Perspektiven reinbringt. Ich glaube, das höre ich da auch so raus, dass einfach eine andere Sichtweise man dann seine Bubbles sozusagen so ein bisschen auch verlässt an der Stelle. Ist das nicht eigentlich der eigentliche Mehrwert, dass wir weg vielleicht von Faktenvermittlung, also wir hatten auch mehrfach, ja, wir müssen immer mehr Dinge lernen, aber dass wir sozusagen im Austausch, ohne zu wissen, am Ende kann ich Kompetenz X, Y und Z, sondern einfach die Perspektiverweiterung. Christiane, wie erlebst du das sozusagen? Ich will ganz kurz hier nochmal, wenn du jetzt sozusagen in der Rolle, die Frau Hasche gerade beschrieben hat, die Jüngeren dann wahrnimmst, also dass die das auch merken, dass das ein Mehrwert ist für sie? Ich glaube schon, dass die das auch erkennen und ich wünsche mir eigentlich immer so eine Uni, wo man 300 Kreditpunkte
erstmal sozusagen so einen Gutschein hat für 300 Kreditpunkte, dass man den ausgeben kann, wann immer man will. Ob man es nun als Bachelor macht, dann haben wir schon mal 180 weg. Dann kann man aber vielleicht, wenn man wiederkommt, im weiterbildenden Studium nochmal einen Master draufsetzen, muss auch nichts dafür bezahlen. Oder man kommt später als Gasthörer wieder, muss auch nichts dafür bezahlen. Also dass man so einen Bildungsgutschein, 300 Kreditpunkte hat, whenever man den dann einsetzt. Und das wäre für mich so die Lösung für die Zukunft. Ich habe ja leider die Doppelrolle, auch auf die Uhr gucken zu müssen. Deswegen, aber ich fand ganz gut, Christian, dass du mir da auch so einen Hinweis gegeben hast. Ich würde am Ende nochmal jeder Person hier nochmal die Möglichkeit geben, sich was zu wünschen. So ein bisschen für die nächsten 40 Jahre Gaststudium. Jetzt hast du einen Wunsch schon geäußert und mehrere vorhin auch. Herr Welt, was würden Sie sich wünschen, vielleicht auch aus Sicht der Stadt, was wir als Uni, was das Gaststudium, was auch die Kooperationen betrifft? Ja, gar nicht so sehr in Richtung Kooperation, sondern eine kleine Anekdote. Es ist ja immer so, wenn bei uns Terminanfragen kommen, wird ja immer diskutiert, wer geht hin. Und dort saß ich mit unserer Sozialdezernentin Dagmar Sachse zusammen, ist ein paar Jahre älter als ich, und wir beide sofort gesagt, Mensch, das ist ja genau unser Themenfeld, was dann ja spätestens in 10 Jahren für uns aktuell ist. Und dann habe ich mich an der Stelle einmal geoutet und habe gesagt, ich war 1988 hier an der Uni, nicht offiziell als Gasthörer, jetzt oute ich mich, sondern ich habe, ich weiß nicht, wie das dann heißt, illegale Schwarzhörer. war gerade mit meiner Outfit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist politisch auch nicht ganz korrekt. Ich war gerade mit meiner Berufsausbildung fertig und habe das hier einfach als Studienorientierung, Berufsorientierung genommen. Und wenn ich mir dann was wünschen darf, halt auch für die Stadt, dass nicht nur wir Älteren den Weg dann hier in die Uni finden, uns orientieren, weiterbilden, sondern dass viel, viel mehr junge Menschen aus unseren Schulen zu Ihnen kommen und tatsächlich diesen Ort hier nutzen, um eine fundierte Berufsorientierung hier vor Ort vielleicht auch zu erleben. Gerade so im Bereich der Gymnasien ist das Thema Berufsorientierung immer noch so ein Thema, was sehr stiefmütterlich bearbeitet wird. Sie leiden dann wahrscheinlich darunter, dass Sie häufig Studierende haben, die eine ganz andere Vorstellung davon haben, als das, was sie dann tatsächlich hier erleben. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass wir da noch eine höhere Offenheit haben und auch eine Bereitschaft der jungen Menschen haben, hier reinzuschauen. Denn Sie haben vorhin einen Satz gesagt, das bereitet mir große Sorgen, dass wir in der Stadt Oldenburg jedes Jahr etwa 10-15% an jungen Menschen haben, die nicht in das berufliche System einmünden. Das sind, wenn Sie mir vorstellen, wir haben etwa 1500 Schülerinnen und Schüler, die jedes Jahr bei uns eingeschult werden. Das sind 150 junge Menschen, die dann das System verlassen und nicht in die Erwerbsarbeit kommen oder nur über prekäre Arbeitsverhältnisse arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße gesellschaftliche Aufgabe. Und es sind interessanterweise nicht nur junge Menschen, die vielleicht keinen Schulabschluss bekommen haben, sondern halt auch, Sie haben es vorhin gesagt, wenn ich die Uni durchlaufen habe und vielleicht im 8., 9. Semester merke, Mensch, ich komme hier nicht zum Abschluss. Und fall dann in ein großes Loch. Also von daher glaube ich, eine fundierte Studien- und Berufsorientierung an der Stelle, das ist mein Wunsch für die Stadt Oldenburg. Vielen Dank. Also Sie sind herzlich eingeladen, ganz legal als Gasthörender. Melden Sie sich bei den Kollegen. Dann können Sie auch. Herr Bruder, Sie haben vorhin einen Wunsch schon Richtung Politik, den, glaube ich, alle auch unterstreichen können mit Blick auf Ressourcen. Vielleicht noch weitere Wünsche, wenn Sie fürs Gasthörstudium aus der Wunschbox was ziehen dürften? Oh, das eine ist eigentlich gar kein Wunsch, das ist einfach eine Behauptung, das wird so sein. Unsere Universität ist und wird in Zukunft offen bleiben, weil wir Offenheit als hohen Wert schätzen. Mein Wunsch ist, dass das, was wir an der Stelle auch vorleben, und das ist unser Job, das zu tun, dass das auch noch mehr Ausstrahlung auf die Gesellschaft hat. Sie haben das angesprochen, dass der Umgang mit Vielfalt, das Thema Babyboomer sind genannt worden, aber der Umgang mit unterschiedlichen Generationen, das wird ein riesengroßes Thema sein in Zukunft, weil es eben von uns Babyboomern gibt es unglaublich viele. Und wir werden eine ganze Reihe von Leistungen einfordern in der Gesellschaft. Also es wird schon eine Diskussion sein. Ich glaube, dass das, was Sie in einem Gasthörstudium
am Umgang miteinander lernen, dass das für eine Gesellschaft prägend sein kann. Das haben wir auch im internationalen Kontext, es gibt eine ganze Reihe von Kontexten. Das ist mein Wunsch, dass wir die Aufgabe als Hochschulen ein Stück weit auch gesellschaftliche Entwicklung mit beeinflussen zu können, dass wir die noch ernster nehmen und dass das, was wir jetzt schon tun, dass wir das in Zukunft deshalb umso ernster nehmen. Vielen Dank. Annika, als Nicht-Babyboomer-Generation, ähnlich alt wie ich, wir denen die Fußstapfen treten und die vielen Aufgaben, die uns unsere Vorväter und Mütter irgendwie mitgegeben haben, umsetzen, was wäre dein Wunsch? Jetzt nicht nur fürs Gastgewerbe, vielleicht auch mit einer Bremer Perspektive, oder? Oh, die Bremer brauchen immer Geld. Also deswegen sind, ich habe eben auch gedacht, als sie sagte, die Bremer sind ja immer so im Wettbewerb, gesagt, ja, aber die wissen auch mit prekären Finanzsituationen umzugehen. Also die können auch im besten Fall wirklich mit wenig Geld ziemlich viel. Genau, aber das jetzt war nicht das Thema, sondern was ich mir tatsächlich wünschen würde, wenn ich die Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung so über die Jahrzehnte sehe, und dazu gehört natürlich das Gasthörstudium auch dazu, und hat es immer und zunehmend doch immer eine besondere, ich sag mal, Nischenrolle auch an Hochschulen gehabt oder auch ist gezwungenermaßen durch Rahmenbedingungen in diese Nische gedrängt worden. Wir hatten das im Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen, sehr genau analysiert, und die Hochschulen, die dort beteiligt waren, das waren 100 Hochschulen, die wir analysiert haben, da waren nachher 20% in der Ausgründung, die also lebenslanges Lernen, weit wissenschaftliche Weiterbildung ausgegründet haben aus der Hochschule, aus der Universität. Und ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ich hoffe sehr, dass das, was hier im Gasthörstudium so integriert gedacht wird und gelebt wird, auch weiter Früchte trägt, hier an der Universität Oldenburg, aber vor allem auch an vielen anderen Universitäten und Hochschulen, und dass lebenslanges Lernen in die Studiengänge hineingedacht wird, in die Hochschule hineingedacht wird und nicht an einem gesonderten Ort in den Hochschulen stattfinden muss. Und das ist hier sicherlich, gerade was wir hier heute feiern, ein besonderes Momentum, denn hier sind genau eben dieser intergenerationale und eben auch übergreifende Austausch eigentlich in den einzelnen Seminaren möglich, und das ist nicht selbstverständlich, und das sollte aber selbstverständlich sein. Ich habe zwei Wünsche, einen allgemeinen und einen Bezug auf das Gasthörstudium. Der allgemeine Wunsch ist, dass wir, was Sie gerade so schön sagten, den Aufstieg durch Bildung weiterhin ernst nehmen, aber den Begriff Bildung breit definieren. Dazu gehört berufliche Bildung, dazu gehört Hochschulbildung, Fachhochschulbildung, universitäre Bildung, Weiterbildung, dass wir nicht sozusagen Leute in eine bestimmte, früher war es das Studium, heute vielleicht die Ausbildung, versuchen zu schieben, sondern dass wir ihnen sagen, das sind die Möglichkeiten, und Aufstieg durch Bildung, das ist eine breite Palette an Möglichkeiten, die jungen Leuten zum Glück oder zumindest zum beruflichen Erfolg verhelfen kann. Der zweite Wunsch, ganz konkret auf das Gasthörstudium bezogen, ich würde mir wünschen, weil wir vorhin das Wort schon haben fallen lassen, Diversität, dass wir bei den Gasthörenden es schaffen, noch ein diverseres Publikum hinzubekommen. Wir haben relativ wenige Menschen mit Migrationshintergrund. Ich erlebe es als Seminarleiter, und die Statistiken sagen auch nichts anderes. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, ich glaube 2/3 war die Zahl ungefähr, da über die Hälfte auf jeden Fall, die schon ein anderes Studium absolviert hatten. Und da sitzen im Geschichtsseminar studierte Physiker oder Ingenieure oder in der Chemievorlesung studierte Historiker oder Juristen. Das ist super, aber ich würde mir wünschen, wenn es auch noch mehr Menschen gäbe, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Hochschule, eine Universität betreten. Das wäre mein großer Wunsch. Das würde dann auch sehr gut komplementieren, dieses Intergenerationelle zwischen den verschiedenen Altersstufen und Herkünften. Und wenn uns das gelingt, wenn wir also auch weiterhin offen sind für neue Wege, dann glaube ich, hat das Gasthörstudium eine noch bessere Zukunft, als es ohnehin schon hat. Dankeschön. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Wunderbar. Ich möchte den Begriff Bildung nochmal aufnehmen, die Sie ja schon brachten. Für mich ist Bildung eine Brücke in die Zukunft. Und die kann Vertrauen schaffen oder Zuversicht schaffen. Und Zuversicht ist das, was wir alle brauchen in diesen Zeiten, jung und alt. Und deswegen wünsche ich mir vor allen Dingen eine gelebte, offene Uni. Ja, das hilft es eigentlich. Wer, wenn nicht Sie, hatte hier das Schlusswort quasi stellvertretend, indirekt auch für Sie. Aber wir kommen nachher im informellen Teil sicher noch zu mehr Möglichkeiten, Wünsche zu äußern, so bei Sekt und Essen. Ein von mir sehr hochgeschätzter Professor, jetzt selber auch im Ruhestand, hat immer gesagt,
ich bin das Einzige, was zwischen ihm und dem Essen noch steht. Diese Rolle muss ich auch heute noch übernehmen. Ich darf noch ein paar Sachen sagen. Erstmal bedanke ich mich aber noch an die Teilnehmenden des Podiums. Sie dürfen wieder auf ihre Plätze zurück. Vielen Dank für den Austausch und das Gespräch.